und ich begrüße jetzt den Bischof von St. Pölten, Kurt Brendehans. Schönen guten Abend, Herr Bischof. Herr Bischof, kann man diese Affäre so einfach bereinigen, indem sich praktisch alle Bischöfe vor Kardinal Grohe stellen und er selbst dazu schweigt? Mir kommt es zunächst mal vor, dass die Medien eine gewisse Phase des Wütendseins haben. Ich denke jetzt an das Wort, stell dir vor, es ist Krieg und einer geht nicht hin. Das ist Kardinal Grohe. Er hat das gute Recht, wenn er beschuldigt wird, zu schweigen. Der Bürger und Bischof hat das Recht zu schweigen und alle anderen sollen nicht dieser erpresserischen Logik unterliegen. Wer schweigt, gibt zu. Das wäre Erpressung, aber ist es nicht logisch zu sagen, wenn er schweigt, wenn er keine gerichtlichen Schritte unternimmt, um seinen Namen zu schützen, dann bleiben diese Vorwürfe im Raum, dann schwebt das weiter über ihm. Das ist sicher seine ganz freie Entscheidung, dass er das erleidet und erträgt. Aber es hat niemand ein Recht, aus diesem Verhalten andere Dinge abzuleiten. Und ich meine wirklich, es ist für mich ganz klar, ich kenne ihn seit fast 10 Jahren jetzt, dass sowas mit seinem Sein, mit seiner ganzen Weise, Mensch und Priester zu sein, einfach nicht zusammenpasst. Und für mich ist das undenkbar. Ich muss das immer wieder sagen. Jetzt könnte es aber Leute geben, die sagen, Kardinal Grohe scheut nur den Schritt vor Gericht, weil es könnte ja sein, und im neuen News werden ja schon neue Zeugen zitiert, dass nicht nur der Herr Hartmann, sondern vielleicht auch andere kommen und ähnliche Geschichten erzählen, über deren Wahrheitsgehalt wir jetzt einmal nichts wissen. Ja. Das ist richtig. Es ist auch jetzt zum Beispiel journalistische Pflicht, die Qualität der Zeugen zu untersuchen. Man hat da einen vorgezeigt und ich will diesem Herrn nicht nahe treten, weil ich ihn nicht kenne. Man hat Zeugen vorgezeigt und jetzt wäre es eigentlich Zeit der Medien, diese Zeugen auf ihre Qualität zu prüfen und dann wird es vielleicht etwas anders aussehen. Ich habe auch dem Herrn Fuzzi bei einem Gespräch einige Vorwürfe gemacht. Ja. Zum Beispiel dem Chefredakteur. Zum Beispiel, warum hat er nicht Kardinal König gefragt? Das ist doch der Vorgesetzte gewesen. Warum hat er sich sozusagen mit den Hollabrunner Bubengeschichten da herumgeschlagen? Er war ja selber auch dort. Und das wirkt nicht, zunächst einmal nicht seriös. Ich rede jetzt einmal vom Verfahren und von den Methoden. Bleiben wir im Moment bei der Person des Zeugen. Es fällt auf, dass zwar alle Bischöfe gesagt haben, sie können sich das von Kardinal Grohe nicht vorstellen, das ist verständlich, dass aber niemand so weit gegangen ist und den logischen neuen Schritt gesetzt hat und gesagt hat, Herr Josef Hartmann ist ein Lügner. Dann würde der Herr Hartmann nämlich klagen und auch dann würde es eine Form des gerichtlichen Nachspiels geben. Ich glaube, dass das nicht der Noblesse von Kardinal Grohe entspricht, dass einer das tut. Ja? Gut, dann frage ich Sie. Sind Sie bereit, hier klar zu sagen, Sie sind der Meinung, Josef Hartmann ist ein Lügner, seine Anschuldigungen sind Lügen? Ich habe dafür überhaupt keinen Grund. Erstens einmal, wie soll ich einen Menschen angreifen, den ich nicht kenne? Ich meine nur, soweit ich das höre, dass er ein Mensch mit einer sehr kranken Seele ist. Und auch andere Zeugen, die sich so jetzt bemerkbar machen, die ich kenne nicht alle. Aber auch Menschen mit kranken Seelen können Opfer von Missbrauch gewesen sein. Das eine schlägt das andere nicht auf. Aber Krankheit kann auch anderes bedingen, dass man nämlich vielleicht die Realität nicht mehr ganz erinnert oder falsch erinnert. Aber ich bin kein Psychologe, ich will das gar nicht tun. Und ich sage zunächst einmal, es soll doch einmal auch untersucht werden, was will man denn überhaupt nach 20 Jahren? Das ist etwas, selbst wenn es real wäre, was ja gar nicht mehr klagbar ist, was gar nicht mehr verfolgt wird. Das ist die üble Nachrede klagbar. Ja, man kann die üble Nachrede klagen, wenn es jemand erträgt. Ich kann da hier sehr viel dazu beitragen. Auch. Ich habe auch noch nie geklagt, wenn jemand mir am Zeug geflickt hat. Und das ist oft geschehen. Sie haben Kardinal König vorhin erwähnt. Kardinal König hat sehr oft geklagt, wenn man ihm fälschlicherweise unterstellt hat, er wäre Mitglied der Freimaurer und er hat gewonnen. Das ist eine sehr gute Sache, wenn er das gewinnt. Aber die Recherche des Herrn Fuzzi ist ja derartig, sagen wir, einseitig und vorurteilshaft geprägt, dass ich nur sagen muss, warum gingen Sie nicht zum Kardinalkönig? Warum haben Sie den Mann nicht wirklich ein echtes Kreuzverhör genommen? Es wird sich, glaube ich, herausstellen, dass die Qualität der Zeugen
vermutlich nicht so gut ist, wie man sie heute angibt. Aber damit will ich keinen nahe treten. Ich habe auch gar nicht die Zeit dazu, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen, die man liest und hört. Das sollen andere tun und das sollen die tun, die so gerne genannte Dinge schreiben. Eine letzte Frage, Herr Bischof. Kardinal Grohe ist das Oberhaupt der katholischen Kirche in Österreich. Er ist nicht irgendein Bischof, er ist der Kardinal. Glauben Sie, ist er, solange diese Anschuldigungen in dieser Form im Raum stehen bleiben, nichts weiter passiert, ist er noch voll handlungsfähig als Oberhaupt der katholischen Kirche? Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Sie müssen mal hören, was die Menschen sagen. Ja? Jetzt darf man mal die Vox Populi auch zitieren. Und die ist eindeutig, ja? Obwohl natürlich Wahrheitsfindung auf diesem Weg nicht möglich ist. Aber die Vox Populi ist eindeutig für ihn und die Menschen stehen hinter ihm und auch wir stehen hinter ihm. Und ich glaube auch, dass es schon ein Werk der christlichen Nächstenliebe ist, dass man auch jemanden einmal stützt, auch wenn andere Interesse haben, jemanden schlecht dastehen zu lassen, um nicht mehr zu sagen. Jedenfalls das Verfahren und auch die ganze Recherche, das ist so unverständlich. Und warum haben sich alle diese Leute nicht irgendwann schon ihr Recht geholt, das sie ja angeblich haben? Oder warum sagt der Herr Fotze zu mir, ja, er wollte ja eigentlich nur eine Geschichte machen und nachher wird dann beteuert, man will einem armen Menschen helfen, dass er sich befreien kann. Ich habe gefragt, habt ihr ihm Geld gezahlt? Nein, haben sie nicht. Also sie haben ihm auch nichts Gutes getan, sie haben ihn nur gewissermaßen nach vorne geschoben und dort steht der arme Kerl jetzt und muss halt sehen, wie er mit der von ihm angerichteten Sache zurechtkommt. Herr Bischof, ich danke vorerst herzlich und zu dieser Solidarität von den Menschen, die Kardinal Grohe kennenkommen, wird gleich im nächsten Beitrag.